Handlanger hier. Ich kann das Ding auch noch so bauen, dass man zu dritt schlagen kann. Ach so, ja, aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn das ergibt, wenn alle drei hier, dann, wenn wir alle zu dritt hier drauf hauen und niemand was anderes macht. Tja, was meinst du, dann werden wir Cobblestone reich. Ja, dann werden wir Cobblestone reich. Dann könnten wir, dann müssen wir die nur brutzeln und dann können wir Eisen rausgewinnen. Also tauschen durch diese Trades. Wie viel Cobbles müssen wir abgeben für Eisen? 64, allerdings die müssen gebrutzelt werden, ne? So Clean Stone. Clear Stone, ja. Oh, jetzt sind gerade mal die zwei Bäume gewachsen, dann natürlich erstmal die erstmal abernten. Und dann schauen wir mal. Ja, und so sieht's dann aus, wenn man eine Stunde Skyblock spielt, ja. Schon? Ja. Ich mach schon mal ein Sticky da rein, ein Stick, keine Ahnung, wie nennt man das? Sticky. Soll ich die, was, die Holzkohle, soll ich die da rein machen? Ja. Also in den Ofen meine ich jetzt, ne? Ja, genau. Einer gab 8, ne? Immer 8, ja. 64, ja. Dann brauchen wir jetzt nur 7 Holzkohle. Also ich würde mal sagen, bei anderthalb Stunden wäre es erstmal gut, erstmal einen kurzen Cut zu machen. Weil ich habe ja auch keine unendlich große Festplatte. Alles klar. Das ist der einzige Nachteil an diesem Laptop. Also das Festplattenvolumen ist sehr gering. Ich habe eine externe Festplatte mit 320 GB. Na gut, habe ich ja auch eine. Aber die habe ich jetzt nicht angeschlossen. Das wäre vielleicht sinnvoller, die anzuschließen, weil die externe Festplatte hat mehr Speicher als meine Festplatte im Laptop. Wie viel hast du denn extern? Bestimmt ein Terabyte oder so? Ne? Das ist, nennt mal, ist das 750. Okay. So. Ja. So, dann müssen wir mal gucken. Hat doch geklappt. Ja. Hoppala, der Baum ist ja schon wieder nachgewachsen. So. Ja. Also der Vorteil ist natürlich auch, wenn wir anderthalb Stunden aufnehmen, dann haben wir gleich für 2 Wochen ausgesorgt. Mhm. Und man muss ja auch bedenken, Chris ist jetzt, glaube ich, mit seiner Ausbildung fertig oder fast fertig. Ich bin fertig. Fertig. Geschafft, ja. Ja, Gratulation und ja, während Britta und ich die Studenten hier im Bunde sind und natürlich nicht fertig sind. Ja, toll, dafür bin ich jetzt arbeitslos erstmal. Ja, also halt mir fest, du hast sehr viel Zeit, während wir pauken müssen. Und ich sag dir, studieren ist kein Zuckerschlecken. Ja, hab ich auch nicht vor. So. Gut, dann bauen wir mal ein bisschen die Plattform noch aus. Und dann nehme ich mal meine Pickaxe und mach ein bisschen noch weiter und dann schauen wir mal, wie sieht es denn aus, Sonnenstand, wir haben Mittag gerade, sehr, sehr gut und mein WhatsApp dreht gerade völlig am Rad.
Denn an unserem Aufnahmezeitpunkt fanden gerade in 3 Bundesländern Landtagswahlen statt und ich bin ja jetzt Politikwissenschaftler und da muss natürlich ordentlich diskutiert werden. Das ist natürlich ganz klar. Aber für YouTube ist, wie gesagt, Politik ein sehr uninteressantes Thema. Deswegen lassen wir das lieber sein. So. Wie ist dein aktueller Stand mit Cobblestone? 1 Stack und 10. Ja, das ist schon mal top. Da kann man ja schon mal ordentlich die Plattform gleich vergrößern. Hilfe. Nicht ersaufen. Nee. Das ist nicht so toll. Jo. Wollen wir mal. Ich glaube auch mehr so ein bisschen in die Breite oder so. Sonst. Ja, eigentlich deutlich was spawnen. Was haben wir denn hier? Also okay. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Dann jetzt hier auch noch 4, damit es ein bisschen symmetrisch ist. So, und mehr habe ich gerade nicht. Was, aber schwach. Ja, ich habe mich ein bisschen um die Pflanzen gekümmert, auch zwischenzeitlich. Ah, der grüne Daumen, hä? Baum, grüne Daumen. Ja. Ach so, hast du da, ich habe Baum verstanden. der grüne Baum. Ja, man ist heutzutage nicht mehr der grüne Daumen, wenn man sich mit Botanik rumschlägt, sondern man ist der grüne Baum gleich. Ja. Nee. Aber die Botanikerin unter uns müsste eigentlich Britta sein, weil die studiert ja Forstwissenschaften, deswegen. Weiß sie da ein bisschen mehr. So, und hier ist auch wieder ein Baum fertig. Deswegen kommt jetzt der grüne Baum und pflanzt erstmal. So. Okay. Und neues Setzling hin. Jetzt wird es auch, glaube ich, gleich Nacht. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich auch noch meine 8 verbauen. Ja. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Ja, dann dürfte dort, denke ich mal, gleich ein bisschen was spawnen. So. Genau, und haben hier die 2 Löcher. Das ja. Die 2 Löcher. Ich nehme natürlich selbstverständlich das rechte Loch. Ja, nicht so viel verbrennen bitte. Und dann nochmal schnell dort die Kleinigkeiten weg. Und dann gucken wir mal, ob dort jetzt hoffentlich gleich mal etwas spawnt. Das wäre schon mal sehr gut, wenn das tun würde. Vielleicht ist das auch ein bisschen. Nee, halt andersrum.
So. Da hinten ist zumindest schon mal eine Spinne, okay. Sehr, sehr gut. So, dann farm ich jetzt noch mal meine. Ah, da ist auch eine Spinne, sehr gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Zack. Oh! Leg es nicht mit mir an, Kollege. Ja. Und gleich. Oh, wir brauchen eine neue Truhe. Ich bräuchte irgendwas, um meine Herzen zu regenerieren. Ich habe nur noch 4. Ja, ich habe auch nur noch 5 und es regeneriert sich irgendwie nicht. Oh, alles klar. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam. So. Oh, da wollte ich gerade den zweiten Ofen hinstellen. Ach so, okay, ja, dann reiß ab zur Not. Oh, da ist ein Creeper. Das ist natürlich nicht so lustig. Ich hatte mir auch mal das alte Skyblock angeschaut. Ich glaube, eine mit der besten Szene war, als wir so eine Plattform im Nether gebaut haben und plötzlich so ein Ghast aufgetaucht ist. Hat er nicht das Portal sogar ausgeschossen? Ja, genau, und wir hatten kein Feuerzeug gehabt. Also in dem linken Ofen können wir jetzt Holzkohle putzeln. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. So. Wie ging das nochmal? Oben das unverarbeitete Holz und in unten, nee, also oben das unverarbeitete und das verarbeitete unten. Ich habe ein bisschen was reingestopft. Brauche ja eh genug. Genau. Okay, da ist ein Creeper und ein Zombie. Vorsicht. Ich habe gerade meinen... Okay, der Creeper ist schon mal tot. Zombie auf. Komm her, ich pickaxe dich zu tun. Aber weißt du, was auch noch das ganz komische ist? Angeblich soll es sowas so sein, dass eine Axt angeblich mehr Schaden macht als ein Schwert. Habe ich irgendwie gehört. Echt? Was ich ein bisschen seltsam finde. Ja. So. Ja, okay, dann muss gleich erstmal was nachspawnen. Beziehungsweise die Plattform muss natürlich auch deutlich vergrößert werden. Das ist natürlich ganz klar. Ist hier nicht eigentlich... Ne, okay. Weil ich musste da eben gerade doch etwas zerstören hier an der Plattform, nämlich den Glowstone, sonst wird es, glaube ich, zu hell. Okay. Weil das leuchtet sonst zu sehr da hinten hin. Das ist natürlich dann ein Riesenfehler. So, okay, ein paar Zombies. Alter, Real Madrid würde jetzt nicht nur 1-0 gewinnen, oder? Das wäre ja echt lachhaft. Das weiß ich nicht. Also ich sehe mich ja so gut wie gar nicht mehr irgendwie für Fußball, also. Ich bin ja nun mal gespannt, wie weit wir bei der Europameisterschaft kommen. Das ist so eine Sache. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich weiß nur noch, das habe ich immer noch im Kopf, also dieses 7:1, das wird nicht so schnell. Nee. Ich weiß nur, dass ich damals völlig ausgerastet bin. Du hättest mich mal sehen müssen beim Finale, ey. Ja, das war schon. Als Götze das Tor geschossen hat, da war dann aber... Da ging nichts mehr. Nee.